Da sind wir wieder mit Diablo 4. Wir machen jetzt, gehen kurz zur Kathedrale und sprechen mit der Mutter Prava. Und dann bin ich mal gespannt, was die Quest ist. Und ich würde sagen, einfach um das dann im Moment hier, ich weiß nicht, ob es chronologisch ist, werden wir dann in den Wald gehen, habe ich mir jetzt überlegt, und führen dann diese Quest fort. Und dann, wenn wir gucken, wir gucken erstmal, was das hier so bringt. Ach, guck mal, steht sogar, warte mal. Da steht sogar der Akt immer bei. Jetzt, das ist sogar natürlich besser. Ein Moment, das ändert ja alles. Rat des Lichts. Akt 1, ein kalter und eiserner Glaube. Das ist das hier? Nein. Nee. Okay, verloren. Ja, dann machen wir das so. Das ist sogar so, wie ich es vorhatte. Dann machen wir jetzt tatsächlich, gehen wir in die Kathedrale und dann gehen wir in den Wald. Und vorher, wo ist hier da? Kann man eigentlich auch. Schade. Vielleicht geht das ja irgendwann, so ein automatisches Hinlaufen machen. Das geht leider nicht. Einmal kurz die Tränke wieder auffüllen. Dann können wir die Tränke eigentlich... Ja doch, hier ist wieder so ein Pfeil. Wollte ich gerade sagen, können wir auch direkt mal danach gucken, ob wir die Tränke aufwerten können. Auf Bestellung gebrauchte Mittel. Nice. Geringer Heiltrank. Möge das Licht über euch wachen. Okay, der sieht sick aus. Was verfolgst du mich? Weißt du gerade etwa, dass ich ein YouTube-Video aufnehme? Aha. Ort. Okay. Ich will ihm Gold geben. Wie geht das? Cool. Danke. Das war nett. Echt cool. Einmal kurz Alt drücken. Ja, die ist stärker als die blaue Waffe. Können wir den Sockel hier eigentlich rausholen? Überwältigungsschaden, ich weiß nicht, was das ist. Wir rüsten es einfach aus. Scheiß drauf. Danke. Wie nett. Ach, guck mal. Also die Diablo-Community scheint nicht toxisch zu sein. Ach, cool. Feier ich. Sehr gut. Ach ja, so macht man mich glücklich mit virtuellen Materialien, so. Sorgt dafür, dass die Küche bereit für den morgigen Gottesdienst ist. Engel über uns, ihr seid zurückgekehrt. Ich benötige einen heiligen Segen, um Lilith weiter zu verfolgen. Die Mutter Oberin wird davon erfahren wollen. Aber sie ist in Korvalar. Sucht euren Segen dort. Alles geschieht, wie Inarius es vorhergesagt hat. Bald wird er frei sein und aus Sanctuario entkommen, um in die Himmel zurückzukehren, wo er hingehört.
zählt immer noch zu Akt 1. Wo ist denn das jetzt? Ist sie so weit weg? Das ist ja wieder meilenweit entfernt. Akt 1, Akt 1. Aber ich finde halt auch irgendwie, okay, hier ist aber Akt 3. Quest 1 von 1. 2 von 5, okay. 1 von 3. 1 von 2. Ich finde halt diesen Sprung irgendwie so komisch halt. Also. Okay, da scheinen jetzt hier mehrere Quests zu sein. Ich weiß ja auch nicht, was kommt, wenn wir ihn hier treffen. Ich meine, wir können uns ja dahin teleportieren und er ist ja direkt da. Wir können ja eben. Vielleicht hätte ich vorher gucken sollen. Ich würde ja gern wissen, weil ich würde ja auch so langsam gern einen Mount bekommen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir dafür eine bestimmte Quest abschließen müssen. Und hier steht ja immer. Warte mal, wir können ja mal kurz zum Stall gehen. Wüsste ich halt, was die Quest ist, was den Stall auslöst, dann würde ich ja die entsprechende Quest fortführen. Wenn es jetzt natürlich erst Akt 3 ist, ist es ja schon ein bisschen ärgerlich. Hier ist ja doch da. Ich muss warten. Oh. Schreitet in der Kampagne voran und schließt Reittier Donans Gefallen ab, um Zugang zum Reittier zu erhalten. Aber wo kriegen Bleib wir das denn? Bleibt achtsam, Reisender. Die versiegelte Tür. Ja, schreite weiter in der Kampagne voran. Die Frage ist, müssen wir jetzt dafür Kapitel 1 oder einfach Kapitel 3 abschließen? Das ist halt die Frage. Naja, dann gehen wir jetzt erstmal. Das ist ziemlich weit weg. Warum ist Kapitel 1 so weit weg? Ich meine, hier ist ja noch eine ganze Hürde, oder? Das sieht so aus, als könnten wir von hier oben eventuell lang. Eins von drei, zwei von fünf. Ein unverhoffter Besuch. Machen wir doch. Aber das ist Akt 2. Es verwirrt mich so sehr. Egal, wir machen das jetzt einfach. Hier war gar kein Teleportpunkt. Nur Druide, nur Totenbeschwörer. Weil, wenn ich das so richtig verstanden habe, können wir noch gar nicht in dem. Oder können wir in dem Wald. Weil die meinte doch, wir sollen da erst auftauchen, wenn wir da den heiligen Segen haben, oder? An was erinnert mich diese Melodie? Ich muss immer. Entweder denke ich da an ein Anime oder ich habe auch manchmal Final Fantasy 9 im Kopf, aber das. Das klingt so verkehrt. Hier ist wieder ein Event. Aua. Ich muss warten. Seelengefühl. Aua. Wow, 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 wow. Warum macht ihr so viel Schaden? Was ist mit euch? Ich habe nicht genug Wut. Ja, dann werd doch wütend! Ah!
Ich muss warten. Tobsucht! Ich bin noch nicht bereit. Gib mir die Seelen. Ich muss warten. Ich muss warten. Okay, wir haben die Meisterschaft erledigt. Oh oh. Ja, ich mache jetzt hier die Vorarbeit und dann kommen die hier angedackelt. Ernsthaft? Ich bin noch nicht bereit. Ah gut, mir hat jemand vorhin ein Schwert geschenkt. Das weiß ich zu schätzen. Oh. Ein Rang aufstampfen. Das ist natürlich nice. Nein, hoppala. Gut gemacht. Eisenhaut, aber hier haben wir Schlachtruf und Aufstampfen. Beides plus ein Sockel. 2% maximales Leben können wir einfach auch erstmal reinknallen. Ne, hier haben wir nur den Tritt. Ne, da finde ich den. Aber den können wir. Wir haben zwar 5 weniger Rüstung. Dann machen wir noch so. Perfekt. Finde ich eigentlich gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Das sieht schon ziemlich nice aus. Ich bin noch nicht bereit. Wann bist du es denn mal? Meine Güte. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Wut. Dieser Typ ist nie wütend, habe ich das Gefühl. Nice, aber dass wir jetzt das Level up haben, finde ich nice. Ja, ich mache jetzt wie gesagt, Akt 1, die zum Licht jetzt erstmal nicht. Weil mir das doch sehr weit weg erschien. Deswegen mache ich jetzt hier den Akt 2, der hat 2 Quests. Wer weiß, was danach natürlich noch kommt. Kann natürlich dann auch weiter fortgeführt werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit sogar. Aber dann haben wir das schon mal erledigt. Warte mal. Warte mal. Finde Donan. Warte mal. Hieß der Dude nicht Donan? Ich glaube, das müssen wir machen. Okay, perfekt. Wenn ihr etwas benötigt, sprecht mit dem Wachkommandanten. Passen es noch! Hier ist 21 plus sogar. Achso, ja, 21, weil wir 21 sind, aber plus steht da immer, okay. Ich denke, bei plus bedeutet, dass es dann etwas schwieriger ist. Oh mein Gott, geht es euch gut? Meine Güte, führen die ein schönes Leben. Hängen einfach so ab, ey. Ich bin auf der Suche nach einem Horadrim namens Stonen. Ein alter Freund schickt mich. Um diese Uhrzeit ist er sicherlich in der Bastion. Sprecht mit der Wache an der Tür. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ Donan bei der Quest hieß. Er ist mit seinem Sohn oben in der großen Halle. Haltet euch kurz. Das kann nicht. Der sagt ja immer nur, okay, wird gemacht. Klar. Zu Ehren des großen horadischen Magiers Donan und der tapferen Druiden Airda
und Naphain, die den Dämon Astratos besiegten und den Tag der Asche ein Ende setzten. Oh, fühlt sich hier wohl ganz groß. Vater, ich sollte mit den anderen Rittern auf dem Feld sein. Warum so eilig, mein Junge? Ich habe einige meiner alten horadrischen Folianten gefunden. Bleib hier und wir gehen sie zusammen durch. Ich kann einige mitnehmen. Wir haben einen Gast. Die Synchronstimme, irgendwo erkenne ich die. Sehr viele Anime auf jeden Fall, deutsche synchronisiert, aber auch normale Serien. Oh. Und natürlich, welcher Schauspieler? Oh Mann, kommt mir bekommen. Ich war mir nichts auf der Zunge. Später weiter. Benötigt ihr etwas? Ich bringe Nachricht von Lorat. Ah, das ist mal ein Name aus einem anderen Leben. Ist der alte Mann nun endlich vom Berg gestiegen? Mit einer Warnung. Ein uraltes Übel zieht umher. Die Dämonin Lilith. Und woher genau wisst ihr das? Seid ihr und Lorat auf etwas gestoßen? Vielleicht hängt das mit dem zusammen, was ihr gesehen habt, Vater. Ja, dazu wollte ich gerade kommen. Es gab einen Vorfall auf meinem Anwesen. Vielleicht sollten wir das dort besprechen. Geht hin und macht euch selbst ein Bild. Ich komme in Kürze nach. Dann können wir weiterreden. Was deine Bitte betrifft, geh nach Breistak und sei vorsichtig. Bleib dicht bei den anderen Rittern der Reue. Werde ich. Keine Sorge. Wo müssen wir jetzt hin? Okay, dann können wir ja noch die Nebenquests hier mitnehmen. Welches Verhältnis habt ihr zu Lorath? Wir haben in den letzten Jahren nicht oft miteinander gesprochen. Aber wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Wir sind Brüder der Horadrim. Ich bin wahrscheinlich der einzige Freund, den er heutzutage hat. Beziehungen sind nicht gerade seine Stärke, wie ihr bestimmt bemerkt habt. Okay. Es geschah erst neulich, tief in der Nacht. Zuerst dachte ich, es sei ein Albtraum. Aber leider war dem nicht der Fall. Ich muss hier noch ein paar Dinge erledigen. Dann können wir im Anwesen weiterreden. Es gibt aber, oder vielleicht habe ich bisher noch keine gefunden, aber ich glaube, das wäre sowas wie Codex. Gibt es hier nicht, oder? Aber bei Diablo hat man ja dafür auch immer dann noch so ein bisschen EP und sowas bekommen. Aber ich glaube, hier gibt es dafür ganz viel andere Sachen, die man erkunden kann. Nur bei der Quest steht halt 21 plus. Was steht denn jetzt hier bei der Quest? Noch 21. Wandelt im Licht. Tu ich doch immer, mein Freund. Eine milde Gabe für einen alten Soldaten. Morek, ihr wirkt bedrückt. Seht euch das an. Diese Steintafeln enthalten einige der frühesten Schriftstücke meiner druidischen Vorfahren. Alle zerstört. Die Tiere im Grasland von Gothmar sind kürzlich in eine Raserei getrieben worden. Sie zerstören unsere Runentafeln oder fressen sie sogar. Ich will die Kreaturen nicht beschuldigen, aber wir müssen unsere Geschichte schützen. Ihr erkennt doch sicher ihren Wert. Bitte, rettet, was immer ihr könnt. Es ist euch eindeutig wichtig, eure Geschichte zu bewahren. Ist
ja alles da hinten. Ja, können wir auch erst zum Mainquest gehen. Ich muss warten. Der hat hier seine eigenen Diener. Das ist ja ein reicher Fuchs. Willkommen im Feuerbruch-Anwesen, Reisender. Ich bin wegen des Vorfalls hier. Donan gab mir die Erlaubnis, mich umzusehen. Vorfall? Mehr hat er nicht gesagt. Er muss sein Arbeitszimmer meinen. Dort ist etwas Beunruhigendes geschehen. Ich denke mal, wir müssen hier rein. Ah, wieder so ein Lilis Blüten. Okay. Ein Papierstapel mit dem Titel Der Fall von Astraros. Es scheint sich um eine unvollendete Chronik von Donans Kampf gegen den Dämonen zu handeln. Zahlreiche Stellen sind durchgestrichen und umgeschrieben worden. Oh, okay, nice. Ich weiß, wer ihr seid. Und ich kenne euch, Donan. Alt, müde. Mit jedem Tag rücken eure besten Zeiten weiter in die Ferne. Was wollt ihr von mir? Astaroth. Er ist tot. Astaroth kann nicht vergehen. Zumindest nicht durch euch. Hinfort, Dämonen. Ich verweigere mich euch. Seit wann seid ihr so schwach? Ich kann euch wieder zu alter Größe verhelfen. Kehrt in die Dunkelheit zurück, aus der ihr kommt. Hinfort, sagte ich! Okay, krass. Ein Signalhorn. Ein verwitterter Foliant mit dem Titel Das Buch der Schutzzauber. Notizen erstrecken sich über den Rand eines Abschnitts zur Feuermagie. Oh, oh. Ein großer Foliant mit dem Titel Grimoire der Asche. Die Seiten sind voll mit uralten Schriften über die Feuerdämonen der Hölle. Eine Passage handelt von Astaroth, dem verkohlten Herzog. Oh oh. Was ist hier passiert? Oh mein Gott.
Ja. Achso, der gehört zu uns. Ich dachte schon. Ich helfe! Ich bin noch nicht bereit. Jetzt fliegt hier so eine blöde Fliege hier rum. Nicht bereit, habe kaum noch Wut. Aber dem Mann, dem bringt auch nichts aus der Ruhe, habe ich das Gefühl. Aua. Ich bin noch nicht bereit. Voll daneben gehauen. Ich bin noch nicht bereit. Wo muss ich hin? Was ist das Ziel? Ah, okay. Ziegenmenschen. Sie haben sich noch nie so nah an das Anwesen gewagt. Vielleicht wurden sie von Liliths Gegenwart angezogen. Ich sah eine Vision von ihr in eurem Arbeitszimmer. Was sagt ihr? Eine Vision? Ich verstehe nicht ganz wie, aber es ist nicht das erste Mal. Ihr steckt ja voller Überraschungen. Kein Wunder, dass ihr Lorats Aufmerksamkeit erregt habt. Nun, jetzt versteht ihr meine missliche Lage. Die Tochter des Hasses in meinem eigenen Haus. Sie muss außer sich sein, dass ich sie verstoßen habe. Wer sind die anderen auf dem Gemälde an eurer Wand? Warum fragt ihr? Lilith verschwand, nachdem sie sie sah. The Fane. Und Erida, die Druiden, die mir einst halfen, Astaroth zu töten. Ja, ja, ihr seid vielleicht auf der richtigen Spur. Ich habe mich ihr widersetzt, also will sie sie vielleicht als nächstes befragen. In den Dörfern nahe der Druiden sind Ritter stationiert. Wenn Lilith sie passiert hat, müssen sie sie gesehen haben. Oh, hier ist auch direkt eine Nebenquest und endlich mal ein Teleportpunkt. Nice. Feuerbruchanwesen. Nebenquest. Eine Bitte um Hilfe. Okay. Jetzt sind hier mehrere Akt 2 Sachen. Okay. Ungezähmte Natur. Ja, das ist ja jetzt alles etwas weiter weg. Ich muss mich um die Toten hier kümmern. Hätte ich gewusst, dass sie in Gefahr sind, hätte ich das Anwesen abgeriegelt. Verfluchte Lilith. Sie hat ihnen das angetan. Beim Angriff auf das Anwesen wurden viele verletzt und unsere Heilvorräte sind beinahe aufgebraucht. Bitte, könntet ihr nach Kerrigar reisen und Cormen, den Alchemisten, bitten, alles zu schicken, was er schicken kann. Und sagt ihm, er soll sich beeilen. Jeder Moment zählt. Wird gemacht. Aber wir müssen echt erst Akt 2 erledigen, damit wir weiterkommen. Also mit dem Reittier.
Es fühlt sich so verkehrt an, weil man kann hier schon so weit gehen. Aber ich meine, in die Richtung ist ja auch noch sehr viel. Okay, wir müssen auch hier in diese Richtung. Ich habe schon wieder vergessen. War das ungezähmte Natur? Ich gehe mal ganz kurz hier hin. Haben ja schon ein bisschen was geschafft, also können wir uns ruhig nochmal umschauen. Ihr seid gestählt und erleidet weniger Schaden, solange ihr mehr Stählung als aktuelles Leben habt. Bestimmte Fertigkeiten oder Gegenstandseffekte können Stählungen verleihen, die euer maximales Leben nicht übersteigen. Donan Reittier. Schreitet in der Kampagne voran und schließt Reittier Donans Gefallen ab, um Zugang. Möge das Licht auf Donans euch Gefallen, aber das scheint ja dann. Ja, da müssen wir wohl erstmal die Mainquest für fertig machen. Außer ich kann ja nochmal kurz mit ihm quatschen, ob der da irgendwas zu sagen hat. Wir machen da noch die Nebenquests, aber ich glaube. Ja, oder wir müssen Akt 1 machen, dass er uns das freischaltet und können nicht direkt zu Akt 2 übergehen, aber ich weiß es wirklich nicht. Guck mal, da liegt die elende Ziege. Natürlich nicht. Dämonen sind arrogante Kreaturen. Sie würde niemals akzeptieren, dass unser eins... Sie waren eins... Die Menschen loben... Okay, gut. Kommen wir von hier direkt dahin, dann können wir eben dann da noch die Nebenquest machen. Aufzeichnung mit den Runen. Perfekt. Also diese Waldschrats werden immer größer. Ich bin noch keine Wurm mehr. Ich muss warten. Nein! Hier haben wir schon mal eine Runentafel. Ich muss warten. Da haben wir die nächste Runentafel. Ich muss warten. Wie keine Runentafel. Wait. So nicht. So nicht. Ih, Dornenbestien. Ih. Ih, Sandama. Ah, okay. Nice. Das ging relativ fix. Blutvergießerin, die sehen irgendwie eklig aus.
muss warten. Ach, guck mal, da können wir doch reingehen. Ich habe nicht genug Wut. Ich bin noch nicht bereit. Und wer klopft sich denn da? Wer bist du? Ich bin noch nicht bereit. Kriege ich ein Danke? Wer bist denn du? Ist das einfach nur ein Jäger? Das ist aber auch interessant. Okay. Säubere den Keller. Oh, das riecht gut. Aber nicht so viel wieder. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten. Nice. Auch bisher noch nicht gedroppt, eine Armbrust. Interessant. Das sieht cool aus, das Bild. Auch gerade die Sequenz mit Lilith und diesen Doran. Da, wo das so in Rot eingehaucht war, das sah schon sehr nice aus, muss ich sagen. Er hat ihn einfach zermatscht. Okay, ein Hinterhalt. Ich muss warten. Wenn das der Druide sieht, wie ich hier mit den Tieren umgehe. Ich bin noch nicht bereit. Oh, okay. Das ist bestimmt ein Druide, der einfach nur angefressen ist. Danke. Darin befinden sich zahlreiche Lehren, Gebete und Weisheiten, die von Fiacla Gea selbst überliefert wurden. Das Leben ist eine endlose Lektion. Und es gibt noch so viel zu lernen.
weniger als früher, aber es gibt uns noch. Solange dieser Wald spricht, wird es auch jemanden geben, der ihm zuhört. Achso, nur dann ist... Also sind Druiden eigentlich nur die Esoteriker hier in dieser Welt von Diablo. Toll. Ja, dann machen wir jetzt erstmal diese Quest. Das gehört noch zu Akt 1, nehmen wir mit. Irgendwann wird das Reittier schon kommen. Ist ja auch egal. Ich gehe mal ganz kurz. Obwohl, hier müsste doch auch. Oder? Doch, hier ist auch ein Schmied, ja. Perfekt. Können wir nämlich noch ein paar Sachen verwerten oder verkaufen? Ich weiß es noch nicht, weil Gold ist ja auch im Moment sehr rar. Ich überlege die ganze Zeit, was am besten ist. Ich mache mal so ein 50-50-Ding im Moment, aber ich glaube, jetzt verkaufe ich einfach erstmal. Die Schmiede ist heiß, falls etwas bricht. Aber, hä? Ach, da. Da, guck mal, das kostet 62.000. Aber mal was Nützliches. Also, mal etwas Besseres, sagen wir mal so. Oh. Gut. Was habt ihr noch? Wow. Wann kam der denn? Habe ich da was verpasst? Holy shit. Nice. Ich nehm's. Ja, wir haben das jetzt. Ja, machen wir den Todesstoß nochmal stärker, würde ich sagen. Mehr Schaden ist immer gut. Oh, er hat jetzt auch diese Waffe wieder genommen. Ich glaube, das ist auch mit erstmal die stärkste Waffe hier. Okay. So, dann gehen wir mal Richtung Wald. Ach, wir müssen da hoch, okay. Sucht nach Neriel. Direkt ein Elite-Monster hier. Wie kommt das denn? Also ich will mich nicht beschweren. Elite-Monster sind immer nice. Boah, was? Die sehen schon sehr mächtig immer aus, finde ich. Ich bin noch nicht bereit. Hier haben wir noch eine Verbindung, okay. Bestimmt da oben in der Ecke, oder? Oder waren wir da gerade? Ich glaube nicht. Ups, tut mir leid. Ich bin mit meinem kleinen Zeh dagegen gestoßen. Thank you.
Seht die Wahrheiten, die im Inneren liegen. In welchen Inneren? Hier geht etwas Seltsames vor sich. Nirel muss in der Nähe sein. Okay. Halt. Toll. Toll. Ach, warte, war da was? Alter, ist sie groß. Okay. Dann wollen wir weiter. Immer weiter. Rein in den Hain. Rein in den Hain. So soll es sein. Mächtige, einzigartige... Such nach Nirel. Es ist gruselig. Oh mein Gott, Gespenster auch noch. Ups. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich mag aber das Setting hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat sogar jetzt gerade was Märchenhaftes, so ein bisschen so grimm, böse, märchenhaft. Oh, der Crit war nice. Nirel! Wo bist du? Bereit. Nirel! Kehr! Oh. Ich muss warten. Die mit ihren Pfeilen hier die ganze Zeit. Level up. Oh mein Gott. Drei Elite-Gegner? Oh mein Gott. Ach du... Wow, 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 wow. Ich bin noch nicht bereit. Dass ich jetzt wegteleportiert? Wollte schon sagen. Bleib hier. Ich muss warten.
Okay, aber das war jetzt heftig. Drei Elite-Gegner. Finde ich schon krass. Ein Rang für alle Fertigkeiten des Typs Raufbold. Ich weiß nicht, ob ich das besser finde. Immerhin hat es einen Sockel. Ach. Ganz vergessen einzusammeln. Ich bin noch nicht bereit. Eigentlich wollte ich den da oben amüsieren und nicht. Nicht den Holztypen. Den Pinocchio hier. Aber können wir eben machen. Auch nochmal stärker machen. Zack. Perfekt. Ich hätte schwören können, dass man da durchgehen kann. Sag mal. Okay, eine Klippe haben wir hier. Hui. Jetzt sag nicht, wir sind den ganzen Weg hier quasi umsonst lang gelaufen. Egal, wir haben drei Elite-Gegner erledigt. Es war nicht umsonst. Es hat uns stärker gemacht. Das sieht doch richtig aus. Okay. Ihr steckt in einer Illusion der Horadrim fest. Das Portal wird euch durch diese primitive Falle führen. Ich weiß nicht, ob ich dem Wolf trauen soll, der einfach hier so rumsteht. Naja, egal. Rein da. Feuriges Portal. Was kann schon schief gehen? Euch wird hier Tristram, cool. Zustoßen. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Eine Art Bewunderer. Ich habe euch in den Bergen gerettet. Ihr hattet euer Pferd verloren und wart in die Höhle gekrochen. Ohne mich werdet ihr erfroren. Warum helft ihr mir? Oh, das ist ganz einfach. Ihr wollt Lilith aufhalten und ich will, dass ihr Erfolg habt. Aber wenn ihr den Horadrim schafft ihr das nicht? Ihr Weg endet immer in Feuer und Tod. Tristram war so schön, eine so schöne Stadt. Genug gesehen. Öffnet die Tür. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Ich mag es hier. Sieht wirklich ganz cool aus. Warum erzählt ihr mir das? Um euch zu warnen.
Der Tag wird kommen, an dem die Horadrim strauchen. Seid nicht in der Nähe, wenn das geschieht. Das Portal wird euch zu dem kleinen Mädchen führen, das ihr sucht. Sieht schon cool aus. Wieder in der Illusion des Horadrim. Irel! Da seid ihr ja! Ich denke, ich bin von meinem Weg abgekommen. Das ist meiner Mutter und mir bereits früher passiert. Der Weg zum Gewölbe endet hier. Also sollte es sich irgendwo in diesem Wald befinden. Wieder vereint. Teil der Crew, Teil des Schiffs. Treibt jemand übles Spiel mit uns? Dieser Ort ist ein Labyrinth. Und jetzt das. Was soll das sein? Was das sein sollen? EP. Oh. Nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Keine Angst, junge Dame, ich beschütze dich. Zwei von drei war es. Anne, hier war. Oh, ich verstehe. Der Weg ist jetzt anders. Die Statue war die Quelle einer Illusion. Wir müssen in der Nähe sein. Okay, das ist auch irgendwie dreist. Böse Illusion. Ich bin noch nicht bereit. Blub, 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 blub. Endlich, das horadrische Gewölbe. Und hier wollen wir hin? Oh mein Gott, jetzt sag nicht, das ist nochmal eine Riesendungeon. Totenbeschwörer können Leichen sehen und mit ihnen interagieren. Okay. Okay. Sind wir hier richtig? Nicht, was ich erwartet hatte. Aber verlieren wir die Hoffnung noch nicht. Wir brauchen nur ein Buch, einen Zauber, um den Schwarzen See zu überqueren und Lilith aufzuhalten. Fest verschlossen. Was ist mit dem Durchgang da drüben? Der geht auf. Okay, gehen wir mal da lang. Ich bin noch nicht bereit. Sucht nach einem Zugang zur Hauptkammer. Okay, ich glaube. Ich habe was. Oh. Nice, okay. Ich muss warten. Das ist. Ich glaube, es ist in horadrischer Chiffre verfasst. Und hier.
Das gleiche Symbol an der Tür. Ich habe eine Idee. Was machst du da? Vielleicht solltet ihr einen Schritt zurücktreten. Ich bleib hier stehen. Chess Bith Chat. Siehst du, ist doch gar nichts passiert. Ich vertraue dir. Machen wir weiter. Ich wünschte, Mutter wäre hier. Donen brachte bei seinem Besuch ein Buch mit. Es handelt sich um ein uraltes Schriftstück. Eine Schriftrolle der... Was ist das? Achso, das ist eine Tür, die so glänzt. Eine Schriftrolle der 40er-Reihe. Lorat wird sicher erfreut sein. Doch wenn ich eines Tages an seiner Seite kämpfen soll, muss ich alles studieren. Lorat ist weise, aber auch zaghaft. Ich werde mich ihm noch beweisen. Hey, wartet auf mich! Ja. Ich habe das Gefühl, dass es noch lange gehen wird. Es ist das gleiche Siegel wie zuvor. Es sollte leicht sein, es erneut zu brechen. Aber warum bringt es jemand hier an? Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden. Natürlich darf nichts unsere Verfolgung Liliths aufhalten. Ich öffne die Tür. Und wenn wir uns trennen, können wir schneller arbeiten. Nur wenn ihr auf dieser Seite der Tür bleibt. Gut. Wonach suche ich? Wisst ihr es nicht? Ein Buch, eine Schriftrolle oder irgendetwas, das uns hilft, den Schwarzen See zu überqueren. Okay. Ich muss da jetzt hin und dann wahrscheinlich irgendwann nochmal hier rein. Ei, okay, gehen wir den Weg. Arbeitszimmer. So schlimm sieht es hier doch gar nicht aus. Oh. Ich bin noch nicht bereit, Dämonen. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Ich denke mal, ich muss hier rein. Halt, warte mal. Schnell eskaliert jetzt hier. Ich gehe mal von diesem komischen Ball da weg, ja. Ich muss warten. Mach Schaden. Ich muss warten. Okay, irgendwie geht eine Seele da gerade hin. Ich glaube, das war nicht so gut. Aua. Ich bin noch nicht bereit. Oh, der hat gesessen. Der hat mega viel abgezogen.
muss warten. Okay, die macht zum Glück nicht so viel Schaden. Ich muss warten. Gleich haben wir sie. Aua! Ich muss warten. Oh, oh. Warum hat er da jetzt hingeschlagen? Das war nicht das, was ich wollte. Ich bin noch nicht bereit. Okay, nice. Warum hat ein Dämon dieses Buch beschützt? Ich sollte das Nerell bringen. Was mich halt wundert, dass ich auch noch... Ich hätte ja beinahe hier den Teleporter angeklickt. Werde ich jetzt wohl auch machen. Ah, okay. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück als ich. Ja, hier. Interessant. Dieses Buch wurde von den Horadrim geschrieben. Hier sind Zauber und Theorien von Ratma festgehalten, dem ersten Totenbeschwörer. Danach haben wir nicht gesucht. Nein, aber es kann trotzdem funktionieren. In diesem Buch muss es einen Zauber geben, der meine Mutter zurückbringt. Sie kennt das Ritual zur Überquerung des Schwarzen Sees. Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Mehr habe ich nicht. Meine Mutter wird uns helfen. Trefft mich dort unten. Jetzt wollen wir die auch noch wieder beschwören. Warte mal, war das alles? Das war der Boss? Wait, warte, das war die Quest? Was, wohin geht's dann hier? Warum hat da keiner was zugesagt? Hier ist auch noch was. Akt 2, Messer dreht sich. Vor allem die Quest wird doch jetzt hier gar nicht mehr angezeigt. Ich dachte, ich hätte etwas gehört, aber Dämonen? Wie ist das möglich? Das können nicht die Horadrim gewesen sein. Sie sind verschlossen, aber würden nie einem solchen Pfad folgen. Ihr meint, dass wir hier Ratmas Buch gefunden haben und Lilith hinter ihm her ist? Meine Mutter meinte einst, es gibt keine Zufälle, wenn Unsterbliche involviert sind. Weise Worte. Wir brauchen noch einen Segen. Vielleicht kann die Kathedrale helfen. Dann geht das erst weiter. Ihr solltet Prava aufsuchen. Okay, wir müssen dann jetzt das andere Kapitel noch zu Ende bringen, damit wir wahrscheinlich diese Quest dann wieder auftauchen. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Wie? Okay. So, dann. Den Teil habe ich hier noch gar nicht gesehen. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich bin immer nach hier hingegangen, aber das habe ich ja ganz vergessen. Ja, wird es wohl das nächste hier sein? Oder wir machen wirklich Kapitel 2 und hoffen, dass wir da ein Reittier bekommen. Vielleicht machen wir. Ja, wir machen, glaube ich. Weil das hat hier 5 Akte, wenn ich das richtig sehe. Genau, 2 von 5. Hier haben wir. Okay, 1 von 5. Das ist genau auch nochmal 1 von 5. 1 von 5. Okay, die sind alle 3 lang. Ja, müssen wir mal gucken.
Ja. Egal, so oder so war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen.